ausgestattet mit einem Empfehlungsschreiben von Benjamin Franklin, traf Friedrich Wilhelm von Stolten, ein preußischer Offizier, am 23. Februar 1778 in Valley Forge ein. Am nächsten Tag inspizierte er die Truppen. Was er sah, war eine Armee in Auflösung. Knapp an Lebensmitteln und Material, erschöpft von den Schlachten bei Brandywine und Germantown. George Washington ernannte Stolten zu seinem Generalinspekteur. Seine Aufgabe, aus den entmutigten amerikanischen Kämpfern eine leistungsfähige Streitmacht zu bilden. Stolten war überzeugt, dass jeder Amerikaner es mit den britischen Berufssoldaten aufnehmen könne. Doch die amerikanische Armee war ein zusammengewürfelter Haufen ehemaliger Kolonialsoldaten, die nach unterschiedlichsten Methoden ausgebildet worden waren. In Schlachten gerieten ihre Truppenbewegungen völlig durcheinander. Reserveeinheiten trafen häufig viel zu spät ein. Bis zum nächsten Feldzug blieben nur wenige Wochen Zeit. Stolten stellte eine Kompanie von 100 Mann zusammen, herausgesucht aus verschiedenen Brigaden. Obwohl er kein Englisch sprach, bildete Stolten selbst die Kompanie aus, wobei er sich mit Handzeichen und Übersetzern verständlich machte, gelegentlich in französische und deutsche Flüche ausbrechend, wenn seine Befehle missverstanden wurden. Mit seinem Geschick, seinem Einsatz und seiner Persönlichkeit gewann Stolten schnell die Anerkennung nicht nur George Washingtons, sondern auch der Soldaten. Diese Männer kehrten nach intensiver Ausbildung gewissermaßen als Modellsoldaten zu ihren Brigaden zurück, wo sie die Ausbildungsmethoden Stolbens weitergaben. Im Juni marschierte dann eine völlig verwandelte Armee aus Valley Forge, diszipliniert, einsatzbereit und selbstbewusst, was die Briten bald bei der Schlacht von Monmouth erfahren sollten.